frohes Fest, liebe Leute! Zur Feier des Tages gibt's ein Video zu einem wenig beachteten Thema. Es geht um Zuggattungen. Ich könnte stundenlang darüber plaudern, möchte das aber nicht allzu sehr in die Länge ziehen und lege mein Augenmerk, auch aus aktuellem Anlass, auf die Ganszüge. Der Filmtitel mag in den Ohren einiger Zuschauer etwas albern klingen und der eine oder andere wird fragen, hä, der Gag ist wieder da? Gustav, was redest du? Ja, Mädels und Jungs, auch wenn es sich vielleicht so anhört, das mit diesem Gag, das ist kein Späßchen, sondern eine verdammt ernste Angelegenheit. Denn zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 hat die Deutsche Bahn einen durchaus bemerkenswerten Schritt in die Vergangenheit gewagt. Aber zunächst einmal wäre zu klären, was überhaupt eine Zuggattung ist. Bahnnutzer haben ständig damit zu tun, denn sie sind wichtiger Bestandteil jeder Reiseverbindung. Intercity-Express, Intercity, Regionalexpress und Regionalbahn bzw. die entsprechenden Kürzel ICE, IC, RE und RB dürften allseits bekannt sein. Nach außen hin bietet die Zuggattung dem Reisenden also eine Produktinformation und auch für das Marketing ist sie nicht ganz unwichtig. So sind viele Lokalpolitiker ganz geil drauf, dass ein ICE wenigstens einmal täglich in ihrem Dorf Station macht. Wobei das Streben nach Prestige den verkehrlichen Nutzen bei weitem überwiegt. Eisenbahnbetrieblich ist der öffentlich sichtbare Teil dieser Buchstabenkombinationen eher uninteressant. Wichtiger sind die nicht in der Reiseauskunft erscheinenden Suffixe, die Hinweise auf Beförderungsbedingungen enthalten. ICEA, die ersten zwei ICE-Baureihen, oder RED mit Doppelstockwagen beispielsweise dürfen unter Umständen nicht jedes Gleis einfach so befahren. Darüber hinaus verfügt jede Zuggattung über eine zweistellige Haupt- sowie eine einstellige Unternummer, die vor allem abrechnungstechnische Bedeutung haben und hier nicht beleuchtet werden. Die wohl bekannteste Zuggattung ist der D-Zug, den es seit 1892 gibt und der, obwohl schon tausendmal totgesagt, bis heute existiert. Interessanterweise nur für den Fahrgast, denn betrieblich ist der Sylt Shuttle Plus zwischen Breist und Nibel als RE und weiter nach Westerland als AS unterwegs. Eilzüge sind eine Erfindung des frühen 20. Jahrhunderts. Sie überlebten, mit einigen verkehrlichen und tariflichen Modifikationen, zwei Weltkriege und wurden erst 1995 durch den Regionalexpress abgelöst. Dessen kleine Schwester, die Regionalbahn, hatte so namhafte Ahnen wie den Personenzug, den Nahverkehrszug und die Citybahn, wobei die Grenzen zwischen RE und RB häufig verschwommen sind. Infolge der Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs breiteten sich ab 1996 viele private Eisenbahnverkehrsunternehmen auf Deutschlands Schienen aus und in den Fahrplanmedien tauchten zahlreiche neue Kürze wie NWB für Nordwestbahn, BOP für Bayerische Oberlandbahn, ODEC für Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft oder ME für den Metronom auf. Seit 2010 geht der Trend dahin, dass auch die Züge dieser sogenannten dritten oder externen Eisenbahnverkehrsunternehmen als Regionalbahn oder Regionalexpress ausgewiesen werden. Zumindest in den öffentlichen Fahrplänen. DB Netz intern firmieren sie allesamt unter DPN, dritte Personennahverkehr. Aber eigentlich will ich euch ja was ganz anderes erzählen. Es geht hier schließlich um den GAC. Und damit wechseln wir zu den Güterzügen. Denn auch dort gibt es natürlich Zuggattungen, wenngleich Otto Normalverbraucher davon nichts mitbekommt. Schon die Vorkriegsreichsbahn, als Vorläuferin der DDR-Reichsbahn und der BRD-Bundesbahn, hantierte mit Güterzuggattungen, die über Jahrzehnte Bestand haben sollten. Eine Übersicht von 1939 nennt unter anderem Schnellgüterzüge, SG, Durchgangsgüterzüge, DG, Nahgüterzüge, N, Übergabegüterzüge, ÜA oder ÜB und, womit wir beim Thema wären, Ganzzüge, eben den GAC. Definiert war dieser seinerzeit wie folgt. Ganzzüge sind Durchgangsgüterzüge, die aus Wagen mit einem bestimmten Gut, Kohle, Düngemittel, Getreide, Erz, Öl oder dergleichen, zusammengesetzt sind und die von Versendern fertig gebildet oder in Form von wenigen Wagengruppen der Eisenbahn übergeben und in gleicher Form vom Empfänger übernommen werden. Beispiele sind Kohlezüge von der Zeche zum Kraftwerk, Kesselwagen von der Raffinerie zum Tanklager oder, 1939 vermutlich weniger ausgeprägt als heute,
Autotransportzüge vom Herstellerwerk zum Exporthafen. Voraussetzung waren also sowohl Versender- als auch empfängerseitig große Transportmengen des jeweiligen Gutes. Ganzzüge bildeten somit einen Kontrast zum Einzelwagenverkehr und waren mit ihren uniformen Wagenschlangen echte Blickfänge zwischen den bunt gemischten Durchgangsgüterzügen. Es gibt allerdings auch Ganzzüge im Schlafrock, wie es mein Französischlehrer ausdrückte, wenn etwas nicht auf den ersten Blick erkennbar war. Autologistikverkehre sehen mitunter aus wie Einzelwagenzüge und nur das geübte Auge weiß, sie sofort als Gack zu enttarnen. Der Gack überlebte den Zweiten Weltkrieg und die gesamte Zeit der deutschen Teilung. Ebenso sein Bruder, der Großgüterwagenzug, kurz GDG, dessen entscheidende Merkmale Wagen mit mindestens 4 Achsen und eine Ladefähigkeit von über 30 Tonnen waren. Sondervarianten waren G-Gack, Gruppenganzzug, und S-Gack, Schnellganzzug. Grenzüberschreitende Züge erhielten ein T vorangestellt. Hier am Beispiel des deutsch-deutschen Grenzübergangs Helmstedt-Marienborn 1987. Drumherum finden sich zahlreiche alte Bekannte, die Generationen von Eisenbahnern begleitet haben, wobei einige im Laufe der Jahre entfielen oder hinzukamen. Viele von euch dürften, zumindest von Fotos, den TEE kennen, den legendären Trans-Europe-Express. Deutlich weniger populär ist vermutlich die 1961 eingeführte Gütervariante des TEE, der TEEM, Trans-Europe Express Marchandise. Los an den erwähnten Französischlehrer, von dem ich weiß, dass er hier auch zuguckt. TEEM waren hochwertige Güterzüge kreuz und quer über den Kontinent, häufig mit den heute ausgestorbenen Kühlwagen. Die zunehmende Containerisierung hatte 1968 die Einführung von Direktverbindungen zwischen neu errichteten Verladeterminals zur Folge. Diese Punkt-zu-Punkt-Verkehre liefen bei der Bundesbahn nicht als GAG, sondern als SG und ab 1982 als SGK, Schnellgüterzug des kombinierten Ladungsverkehrs. Die Reichsbahn nutzte hierfür das Kürzel CE. Für schnelle Nachtsprungverbindungen zwischen den westdeutschen Wirtschaftszentren sorgte ab 1984 der ICG und nach Eröffnung der Neubaustrecken 1991 der ICGE, Intercargo und Intercargo Express. Übrigens keine reinen Containerzüge, sondern fahrzeugmäßig durchaus bunt. Auch die Gründung der Deutschen Bahn AG 1994 zog zunächst spurlos am GAG und seinen Kumpels vorbei. Diese Bahnhofsfahrordnung von Lüneburg im Sommer 95 zeigt altbekannte Güterzuggattungen, während im Reiseverkehr bereits der RE und der kurzlebige Stadtexpress Einzug gehalten haben. Im selben Jahr wurde der Geschäftsbereich Güterverkehr zu DB Cargo und zum Fahrplanwechsel am 1. Juni 97 kam der große Schnitt. Alle klassischen Güterzuggattungen wichen dem Zeitgeist angepassten Begriffen. GAC und GDG mutierten zum KC, dem Komplett-Cargo. Der GGAC hieß fortan GC, Gruppen-Cargo, und der SGAC KCL, Komplett-Cargo-Logistik. Im internationalen Verkehr unverändert mit einem T davor. Der Durchgangsgüterzug wurde zum Interregio-Cargo, IRC, aufgepeppt. Die Übergabe zur Cargo-Bedienfahrt, CB. TEEM und SGK waren schon im Vorjahr zu Europe Unit Cargo, EUC, Intercombi, IK oder gar Intercombi Express, IKE, befördert worden. In diesem Auszug aus der Bahnhofsfahrordnung von Buchholz in der Mordheide von 1996 stehen Klassiker wie DG, ÜG und GAC einträchtig über oder unter ihren neuen Kollegen. Aber wie das heutzutage so ist, was eben noch in war, ist plötzlich mega out. Und entsprechend schnell verschwinden neumodische Begrifflichkeiten von der Bildfläche bzw. aus dem Fahrplan. Während GAC und Co. auf eine über 60-jährige Historie zurückblicken konnten, erlebten ihre Nachfolger KC, GC und KCL nicht einmal den 9. Geburtstag. Was möglicherweise daran lag, dass sich DB Cargo 2003 in Railion umbenannte, weshalb alle Spuren des alten Namens getilgt wurden. Im Dezember 2005 wandelte sich also der IRC zum FIR, Freight Interregio, die CB zum FZ, Freight Zubringer, sowie KC und Anverwandte zu
Ja. Ich schreibe das einfach mal hier hin, sonst kann mir eh keiner folgen. Haltet am besten den Film an, lest die Tabelle in Ruhe durch und denkt euch euren Teil. Mein Favorit ist übrigens der CHL oder CHL, Complete Train Heavy Load. Beispielsweise die dicken Erzzüge von Hamburg nach Salzgitter. Die profanen Interkombis und Interkombi-Expresse als Leistungsträger im Containerverkehr durften ihre Namen behalten. Das frühere Premium-Produkt ICG hingegen verschwand sang- und klanglos. Die schöne amerikanische Welt im deutschen Schienengüterverkehr gab es nur 6 Jahre. Denn im Dezember 2011 wehte einmal mehr ein frischer Wind am Cargo-Himmel. Vielleicht auch, weil Railion seit 2009 als DB Schenker Rail am Markt agierte. Der Freight Interregio schrumpfte zum EZ, einem stinknormalen Einzelwagenzug der zentralen Planung. Der Freight-Zubringer zum ER, Einzelwagenzug der regionalen Planung. Auch sämtliche Varianten des Ganzzuges wurden wieder eingedeutscht. Zunächst gab es GA, Ganzzug für den Marktbereich Automotive oder Automotive, weiß ich nicht genau. GB, Ganzzug für Baustoffe. GC, Ganzzug Chemie. Und GM, Ganzzug Massengut. Später kamen der GD für Düngemittel, der GK für Kaufmannsgüter, der GP für Projektverkehre, der GS für Stahl und Metalle sowie der GX für Spezialaufgaben hinzu. Auch der kombinierte Verkehr musste diesmal Änderungen über sich ergehen lassen, denn der IK und seine Freunde wurden zum KT, Kombizug zwischen Terminals. Bei den privaten Güterzügen, die auf den Hauptschlagadern des Schienennetzes inzwischen die Hälfte des Verkehrsaufkommens ausmachen, ist das mit den Gattungen übrigens nicht ganz so bunt. Bis 2005 wurde in DNG und DFG unterschieden, Drittleistungs-Nah- oder Ferngüterzug. Auch danach wurde das kaum abwechslungsreicher. Auf den DNG folgte der DGZ, dritte Güterzug-Zubringertrasse. Auf den DFG der DGS, dritte Güterzug-Standardtrasse. Und als Schmankerl kam noch der seltene DGX hinzu, dritte Güterzug-Expresstrasse. Anders als bei DB-Zügen kann man aus der nackten Zugattung also nicht ableiten, was dort so durch die Lande kutschiert wird. Zwar differenziert die Gattungshauptnummer nach normalen und Gefahrgutganzzügen, aber grundsätzlich lässt sich allenfalls anhand des Start- und Zielbahnhofs erahnen, wie so ein Zug aussehen kann. Von Bremerhaven nach Dingolfing fahren leere Autotransportwagen, von Stendal nach Vorburg Kesselwagen, von München-Riem nach Hamburg-Waltershof Container. Tja, und nun der Fahrplanwechsel im Dezember 2020. Und was taucht da nach 23,5 Jahren wieder auf? Der gute alte GAG. Zwar komplett groß geschrieben, aber was macht das schon für einen Unterschied? Sämtliche Angaben, die Rückschlüsse auf den Marktbereich erlauben, fielen weg. Mit einer Ausnahme. Beim GAG C weiß man, dass nicht ganz harmlose Suppen im Spiel bzw. im Zug sind. Denn es handelt sich um Gefahrgutganzzüge. 2016 hat sich DB Schenker übrigens in DB Cargo rückbenannt. Und somit sind wir fast wieder dort, wo wir bis zum 31. Mai 1997 gewesen sind. Mal schauen, wann aus Cargo wieder der Geschäftsbereich Güterverkehr wird und auch SGK, DG und ÜG ihre Wiederauferstehung feiern dürfen. Das war er, unser kleiner Ausflug in die Welt der Güterzüge. Beim nächsten Mal unterhalten wir uns über einen Dauerbrenner im Reisezugverkehr. Wann ist ein Zug ein Anschlusszug? Wann wartet er auf verspätete Zubringer? Und wann nicht? Bis dahin, gute Fahrt!